Der Netzausbau betrifft viele Interessensgruppen und erfordert das Know-how unterschiedlicher Fachrichtungen. Ein wichtiger Bereich sind dabei Wissenschaft und Forschung, die mit ihren Erkenntnissen die wesentlichen Weichen für den Ausbau des Höchstspannungsnetzes stellen. Erstmalig veranstaltete die Bundesnetzagentur den Wissenschaftsdialog Bundesnetzagentur Meets Science. Hier diskutierten Forscher und Experten über spezifische Aspekte des Netzausbaus und aktuelle Themen der Energiewende. Klar ist, dass wir die Energiewende sicherlich nicht ohne wissenschaftlichen Fortschritt auch stemmen können. Das heißt, wir brauchen ihre grauen Zellen, aber wir brauchen sie auch als Vermittler in die Gesellschaft hinein, denn das Thema Energiewende ist hochkomplex. Wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, ist das eben viel mehr als nur Ausstieg aus Kernenergie und Einstieg in Erneuerbare. Wir begrüßen das sehr, dass die Bundesnetzagentur diese Dialogplattform eingerichtet hat. Uns war es wichtig, dass wir das reflektieren und spiegeln können, was wir als Prozess in der Bundesnetzagentur intern durchmachen. Das heißt, wir möchten gerne unsere eigenen Modelle und Prozesse validieren und verifizieren an dem, was draußen Stand der Technik ist. Also für uns am interessantesten als Volkswirte ist einfach die Frage, wie sich die Entwicklung von Smart Grids, also intelligenter Stromnetze, auswirken würde auf die Produktionskapazitäten und natürlich auch den Netzausbau. Die Energiewende bietet die Chance, neue Technologien einzusetzen, um damit eine Infrastruktur zu erzielen, die dann am Ende kostengünstiger ist und die zugleich auch neue Jobs generiert, hier in Deutschland und Europa. Aus beruflicher Sicht, ich promoviere zum Thema Energiewende und Netzregulierung und untersuche, wie die beiden Entwicklungen, die parallel zueinander laufen, besser miteinander abzustimmen sind. Kluge und kreative Köpfe sind wichtig auch für das Gelingen der Energiewende und wir als Netzagentur suchen aktiv das Gespräch mit der Wissenschaft. In Workshops entwickelten die Teilnehmer gemeinsam Konzepte zu technischen und wirtschaftlichen Fragen des Netzausbaus sowie dessen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Innovative Ansätze, um Bürger besser zu informieren und stärker einzubinden, standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Wissenschaft kann versuchen, sich korrekt auszudrücken und Dinge nicht zu vereinfacht darzustellen, also jetzt nicht populistisch zu sein, dennoch aber möglichst verständlich die Leute auch abzuholen. Ich beschäftige mich mit Kommunikationsstrategien, das heißt, was muss ich tun oder kann ich tun, um die Leute von nachhaltigen Energiesystemen oder auch vom Netzausbau zu überzeugen? Wichtig für die Betroffenen ist Kommunikation, die inhaltlich verständlich ist, nachvollziehbar und vor allen Dingen glaubwürdig. Der Bereich der Landwirtschaft erwartet von der Bundesnetzagentur und von der Politik eine angemessene Aufklärung, Kommunikation im Vorfeld, faire Verhandlungen und ein konstruktives, angemessenes Ergebnis im Sinne aller Beteiligten. Die Aufgabe der Landschaftsarchitektur ist es, ganzheitliche Konzepte für eine genutzte Kulturlandschaft zu entwerfen und dazu gehören Netze heute eben zwingend mit dazu. Neue Technologien sind wichtig, sie bieten große Vorteile. Auf der einen Seite können wir mehr Strom über ein und die gleiche Leitung schicken. Hier sprechen wir zum Beispiel über HGU-Technologien. Und auf der anderen Seite ermöglichen sie uns eine Verknüpfung der Wertschöpfungsstufen. Ich glaube, dass die Wissenschaft sehr daran interessiert ist, ihr Wissen in die Prozesse einzubringen. Dafür braucht man Dialog, dafür braucht man Formen. Ich muss den Wissenschaftler für mich und mein Problem interessieren, damit er daran weiterforscht. Und dafür ist eine Veranstaltung unersetzlich. Die intensiven Gespräche zeigten, dass Wissenschaft und innovative Forschung ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des Netzausbaus sind.
Aufbauend auf dem ersten Wissenschaftsdialog wird die Bundesnetzagentur den Kontakt mit der Forschung intensivieren und weitere Veranstaltungen planen. Ich war selber im Forum Partizipation versus Kommunikation. Da waren sehr gute Beiträge zu hören, auch von Nachwuchswissenschaftlern, was natürlich sehr spannend ist, weil das immer eine ganz neue Perspektive bietet. Also die Auftaktveranstaltung ist gelungen, in der Hoffnung, es gibt Folgeveranstaltungen. Herzlichen Dank nochmal an Sie alle. Herzlichen Dank auch an Sie. Ich glaube, das ist nochmal ein Applaus wert. Applaus